Okay, das war zu. Na, da ist nichts. Oh. Ein bisschen höher. Wie er hochschaut. Ah, die schlafen, glaube ich, gerade. Oh, das ist meine Chance. Huhu. Da sind sie wieder. Huhu. Hallo, Freunde. Da. Nehmen wir das gleich. Eigentlich sollte ich den Anführer zuerst, weil der ist am heftigsten. Ja, aber der hat gar keine Waffe jetzt gehabt. Zack. Ah, die Waffen, die holen sich ja immer die Waffen, stimmt. Der schläft ja nicht mit seiner Waffe. Da liegen sie. Schön langsam sein, ja. Das. Diese Lektion habe ich schon gelernt. So, na. Gut. Was haben wir hier Schönes? Ein Grillwild nehmen wir. Ja, das will nicht kaputt gehen. Gut, dann machen wir es eben so. Kein Problem. Puff. Hey. Puff. Wo sind denn die Teile jetzt hingeflogen? Hey! Es zahlt sich immer aus, Steine hochzuheben. Oder lag das... Ah nein, das lag einfach nur darum. Der Äpfel. Huhu. Äpfel. Ich bin schon rich hier. Was ist das? Eine Röstkrabbe. Eine Krabbe, die im Ganzen in ihrem Panzer gegart wurde. Das aromatische, zarte Fleisch macht dieses Gericht zu einer Köstlichkeit. Selbst der Panzer riecht schmackhaft. Sag ich dazu noch. Ein Röstbarsch, sehr schön. Da haben wir alles. Was gibt's Schöneres hier? So, und die Truhe muss ich dann auch noch öffnen. Hier haben wir noch einen Rubin. Das nehmen wir natürlich alles. 86 Rubine haben wir übrigens jetzt schon. Hier, schwupps, 91. Das sieht man nicht, das ist, da ist meine Cam drüber. Es tut mir leid. Ich glaube hier steht es auch, 91 Rubine habe ich. Ja, das seht ihr aber leider nicht. Egal, ich sag's halt immer wieder. Ich habe 4000 Rubine. Ja gut, ich bin ja noch am Anfang. Was nicht ist, kann ja noch werden.
Ich weiß ja noch gar nicht, wofür ich die ausgeben soll oder wofür die überhaupt sind. Aber das werde ich schon noch alles herausfinden. Gut, das war's hier, denke ich. Hier ist ja auch nichts. Haben wir wieder ein Lager. Ich schaue nochmal im Wasser, weil im Wasser sind ja immer wieder so versteckte Sachen. Ist hier irgendwas? Nö. Okay, dann gehen wir wieder zurück auf den Weg. Gehe in Städte. Ich habe noch nicht mal eine Stadt gesehen, Banane. Wie gesagt, ich bin erst am Anfang. Alles gut, nur kein Stress. Ich wusste nicht mal, dass es Städte gibt. Oh, was haben wir hier? Rüstling. Der Hut dieses Pilzes hat sich zu einem harten Panzer ausgebildet. Als Kochzutat festigt er vorübergehend die Knochen und steigert so die Abwehrkraft. Oh, sieht das krogisch aus? Das sieht wieder krogisch aus. Ja. Falls das nochmal passiert, nehme ich lieber das. Das war eine nette Warnung. Schleichglöckchen. Oho. Unser gutes Schnitzel hier ist noch neu. Ja, ja. Ganz frisch. Entdecke die große weite Welt hier. Oh, diese Aussicht. Einfach wunderschön. Da hinten ist ein Turm, da muss ich dann noch hin. Wundervoll. Herrlich. Herrlich dieses Spiel. Herrlich. Wunderschön. Genau, Steve. Wunderschön. So, jetzt kann sich aber zeigen, Krog. Ui, du hast mich entdeckt. Ohohui, ganze 15 haben wir. Yes. Fehlen nur noch 500.000. Ich liebe es. Ich auch, Banane, ich auch. Brokkoli-Face. Die Crocs. Brokkoli-Face. Brokkoli-Power. Gut. Dann gehen wir weiter. Da habe ich hier noch was verpasst. Oder schauen wir hier nochmal. Da bin ich ja vorbeigelaufen. No. Oh, Holzpfeil. Okay, interessant. Und hier gibt's wieder eine Ziege. Ziege, Ziege. Toing. Ich könnte hier auch mal ein bisschen... Nein, mit dem geht's nicht. Mit dem geht's. Ups. Ja, mit dem geht's auch nicht.
Habe ich kein Einhandschwert? Oh, das ist mies. Das ist natürlich mies. Müssen wir es so machen. Ja, Ausdauerschrecke. Schrecke. Schrecke. Fange ich ein paar Insekten. Ich esse gerade Schnitzel. Oh, da bin ich direkt neidisch. Banane. Hau eins rüber. Hau rüber, ein Stückchen Fleisch. Von Oma oder von Papa? Schnitzel von Oma oder von Papa? Was hast du, der gestern gesagt hat? Die Schnitzel von deinem Papa schmecken nicht so gut. Bin wieder da, WB Kroa, WB. Zack. Ich schneide hier erstmal ein bisschen Gras. Das ist wieder schon wild hier. Mit dem Rasenmäher wird es schneller gehen, aber egal. Zack, sehr schön. Ich mache mir erstmal Pizza-Baguettes. Mach das. Das ist auch gut. Zwischendurch. Passt schon. Wie viele Zeichen der Bewährung hast du schon? Warte mal, steht das nicht irgendwo? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nur eines, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht. Tofu-Schnitzel mit Rosenkohl. Okay, ja gut. Wer es mag, warum nicht? So, gut. Okay. Hallo Freunde! Aber das will ich lieber nicht verschwinden. Oh mein Gott, warum gibt es hier so viele von denen? Oh, wieder. Die haben schön Ausdauerbarsch. Gut, der eine schwimmt mir weg, egal. Oh mein Gott, das ist gefährlich. So, kann man da irgendwas machen? Das sieht irgendwie... Aha. Ja, genau das. Aber warte mal, jetzt fällt es mir gerade ein, weil ich die aufgehoben habe. Zack, direkt ein Geistesblitz. Warte mal, wo sind denn die Dinger? Ich habe einen Geistesblitz. Müssen wir gleich mal testen, ob das funktioniert hier. Ja! Das ist tatsächlich! Oh, aber ich weiß nicht, wie lange das funktioniert. Ein Opal, schnell weg hier. Holy shit, wie geil ist das? Oh ja, genau! Nice! Ah, wunderschön. Die Grafik ist aber echt schick, ja, das stimmt.
So kann man auch fischen. Ja klar kann man so fischen. Hält nicht lange, paar Sekunden. Ja, ja, ich hab's mir schon gedacht. Aber ja, da war was, da war was. Schau, das ist unglaublich. In jeder Ecke ist irgendwas in dieser Welt. Das ist so unglaublich. Man kommt ja gar nicht weiter. Oh. Okay, einer reicht. Ein Eichhörnchen habe ich auch noch nicht gejagt. Was kriegt man da? Eine Eichel, ernsthaft? Und ein Eichhörnchen kriegst du eine Eichel? Oh, warte mal, da war ein Wegweiser. So. Untersuchen. Prologia-Brücke, Stall der Zwillingsberge. Sehr schön. Gut, jetzt ist die Frage, soll ich hier hochschauen zu der Fahne oder soll ich da weiterlaufen? Ich glaube, ich laufe einfach mal weiter in den Wald. Na, ich habe es mir schon gedacht, dass ich Pfannkuchen werde. Ah, ja, das sieht schon wieder sehr krogisch aus. Das sieht sehr krogisch aus. Nur nicht verkacken mit dem Wegschieben. Ich meine, ich könnte es auch mit dem Stasis-Modul machen, aber... Ja, das sieht komisch aus. Da ist er. Ui, du hast mich entdeckt. Das war Nummer 16. Tschüssi. Ist das eigentlich das erste Zelda, das du zockst? Also ja, kann man schon sagen. Ich habe Ocarina of Time gezockt, aber da war ich noch zu klein, da habe ich nichts verstanden. Das war noch auf dem Nintendo 64. Oh, schnell, schnell, schnell. Er läuft mir davon, den kriege ich nie. Das muss man, glaube ich, anders machen. Ich frage mich, woher ich dieses Gras habe. Ich kriege ja nie Gras. Oh, was? Hä? Eine Fee? Wenn du all deine Energie verlierst, heilen Feen von selbst all deine Wunden. Was? Ich habe die aber jetzt nicht leuchten sehen. Es regnet schon wieder. Ah, Regen. Das war was vorhin. Dank dem Regen bin ich auf einmal gestorben vorhin. Das war eine Katastrophe. Oh, was ist das? Hier, ich sage ja, überall gibt es irgendwas. Was ist das? Das sieht irgendwie gefährlich aus. Schwertgras. Diese Heilpflanze weist spitze Dornen an, Blättern und Frucht auf. Sie enthält Vitamine, welche die Körperkraft erhöhen. Als Zutat verleiht sie einen Bonus auf Angriffskraft. Okay, das ist gut. Das ist okay. Da gibt es wieder ein paar. Aber der Feuerpfeil hat ja letztens nicht funktioniert. Komischerweise. Scheiße, er funktioniert noch immer nicht. Aber warum nicht? Hä? Warum explodiert der nicht? Muss ich da einen eventuell treffen? Nö. Dann vielleicht mit Feuer? Aha. Hä? Warum funktioniert das nicht mehr? Fuck. Wie kann ich meinen Bogen... Achso.
Das muss man manuell hier machen. Es regnet, da gibt's kein Feuer. Ja, 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 schon klar, aber es geht ja sonst auch nie eigentlich. Wow. Letztes Mal habe ich es auch probiert und da ging es nicht. Und da war kein Regen. Einmal funktioniert es, einmal funktioniert es nicht. Hey, wo will mein Bombenpfeil hin? Rollt er einfach weg. Das ist der Wind, der Wind. So. Ein Wurfspeer. Ist der stärker als der? Na. Das ist der gleiche. Gut. Dann muss man die einem so machen. Die mich suchen. Nein, da ist keiner. Oh, oh, ich wurde entdeckt. Alles zerbricht hier. Her! Oh fuck, ich muss ihn ja fangen. Ups. Ich hab's noch nicht so wirklich raus. Direkt in den Kopf. Komm. Hier machen wir 1 gegen 1. Oh shit. Der macht viel Schaden, der Typ. Es tut immer weh. So, dass wir das wegkriegen. Boah. Ich will so einen Konter machen. Boah. Die Waffe ist so Käse. Diese Käsewaffe, die massiert ihn nur. Ich will ihn nicht massieren, ich will ihn töten. Ja, das war keine gute Idee. Das muss lieber. Lass mal's lieber liegen. So. Was haben wir da Schönes? Ein Soldatenschild. Diese Art Schild war Standardausrüstung der Schlosswache von Hyrule. Da er aus Holz besteht, wiegt er nicht viel, doch in der Nähe vom Feuer sollte man auf der Hut sein. Oh! Ah, das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Man kann Schilde wegbrennen. Holy shit, dieses Spiel ist so unglaublich realistisch. Dieses Spiel ist unglaublich realistisch. Gut, dann schmeißen wir das hier weg. Sehr schön. Wunderbar. Ganzen Holzpfeile hier. Ah, jetzt teste ich das nochmal. Weil ich weiß, letztens ging es nicht. Ah.
Also lag's doch am Regen. Aber ich habe das schon mal gemacht. Und es, vielleicht habe ich nicht getroffen. Das kann vielleicht auch sein. Ja, gut. Okay, okay. Sind das wieder die Feen? Was ist das da? Mhm. Sprengen wir gleich mal weg hier. Wieder was entdeckt. Okay. Nicht, dass das wieder hier eine Falle ist. Oder so. Oh, und sogar ein Krog. Hui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Wieder sehr krogisch hier. So, und das muss man wahrscheinlich abbauen hier. Einen Eisenhammer. Bernstein, Bernstein. Zack. Steinsalz. Was haben wir hier? Topaz, ein wertvoller Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Aufgrund seiner Farbe wird ihm nachgesagt, die Kraft von Blitzen zu enthalten. Erzielt hohe Preise. Sehr schön. Sonst gibt es hier eh nichts mehr, oder? Wachsen Erze eigentlich auch nach? Weiß das jemand? Das würde mich auch... Ich meine, Erze nachwachsen, das ist halt... Aber... Ist das so wie bei den Bäumen? Das sieht auch komisch aus. Oje, der Eisenhammer zerbricht gleich. Ich glaube, das ist aber nichts. Ja, die respawnen. Ah, auf einem internen Timer, soweit ich weiß. Okay, ich glaube, das ist ein anderer Timer als mit dem Blutmond. Okay, na passt. Ich meine, wenn ich mir... Ich kann mir die Stelle ja merken, so ungefähr, sagen wir mal. Und ja, keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal wieder einen Topaz brauche oder... Keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach nur... Ich glaube, das ist einfach nur ein Zeichen, dass da was ist. Nehme ich mal an. Schon dabei sind. Ausdauer. Heuschrecke. Will man Ausdauerschrecke sagen. Huhu. So, dann schauen wir uns da noch mal kurz um. Gibt es da ja noch, vielleicht gibt es da oben was. Ah, da oben war ja die Pflanze, stimmt. Vielleicht gehen wir noch auf den Berg hoch. Hier an der Seite eventuell. Na, da wollte ich nicht hin. Hey, Kondomi! Hashtag Huhu! Huhu! Sehr schön, da gibt es auch wieder Erze. Das ist gut, das ist gut. Kann man die auch irgendwie... Na, kann man nichts. Kann man die auch... Moment, das muss ich auch jetzt mal testen. Kann man die wegsprengen, weil dann spare ich mir das. Oh mein Gott, aber da kriegt man nichts. Oder? Au ja. Hm. Aber irgendwie... Ah, da fliegt das aber immer irgendwie weg. Das ist blöd. Da hau ich lieber drauf. Puhu. Wie geht's, Kondomi?
Wie geht's? Wie steht's? Oh, und hier ist auch irgendwas. Ein Lager wieder. Das ist natürlich auch interessant hier. Interessant wäre es mal hier hoch zu klettern, oder? Soll ich da mal hochklettern? Ah, da werde ich dann meine Ausdauertränke und alles vergeuden müssen. Aber warte mal. Ich schau einfach mal. Vielleicht gibt es da oben was. Alles fit und selbst? Ja, auch. Alles super. Siehst eh, wir sind hier wieder. Tatsächlich, da oben ist eine Truhe. Ich hab's richtig gerochen. So langsam check ich das Schema von Zelda. So ein bisschen. Die haben wirklich überall irgendwas. Das zahlt sich immer aus, irgendwie da was zu suchen. Heftiges Spiel. Ich weiß, ich wiederhole mich, Leute. Ich weiß. Aber es ist einfach so heftig. Dieses Spiel ist einfach heftig. Oder braucht zwei. Das ist ein Edelfleisch wahrscheinlich. Oh mein Gott. Was wollt ihr? Weg. Ey, ich will ihn. Nein! Oh mein Gott, der läuft mir davon. Oh. Das ist ein Edelfleisch. Wo ist er hin? Ah, das ist Fisch. Das war optimistisch. Ja gut, der ist am Laufen. Der hat einen Pfeil im Arsch. Das ist klar, da würde ich auch laufen. Der wird sich nicht mehr beruhigen. Ja, das ist das Konzept. Immer Belohnungen. Ja, das ist, aber ich finde das voll cool. Ich glaube, auf YouTube werden das über 200 Parts hier werden. Zelda. Jede Folge so um die eine Stunde. 200 Spielstunden haben, wenn nicht mehr. Gut, der ist mir leider entwischt. Link Revenge, servus. Guten Abend. Ja, so nennt man Zelda Folge 123. Endlich Tutorial beendet. Logbuch. Das Logbuch. 123. 123. Seite. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind aus dem Tutorial draußen. Wie geht's, Link Revenge? Alles gut bei dir? Gut, dann müssen wir das jetzt hier versuchen. Ich nehme die Herausforderung an. Bisschen Geflügel nehme ich auch mit, das ist sowieso klar. Also, entweder es geht leicht oder es wird umständlich. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich glaube, es wird umständlich, ja. Mir fällt da gerade nichts anderes ein. Aber ich probiere etwas. Ich probiere etwas. Ha, es funktioniert.
Funktioniert's auch ohne einen Ausdauertrank zu nehmen? Also muss man wenigstens nicht von unten anfangen. Es funktioniert, sie haben dran gedacht. Ich danke euch, Nintendo. Mir geht's super und dir? Ja, auch alles super. Wie du siehst, ich habe hier meinen Spaß. 100 Rubine wert, silberner Rubin, sehr schön. Sein silbernes Schimmern spiegelt sich in deinen verzückt aufgerissenen Augen. Wunderschön, schau dir das an. Schon 191 Rubine haben wir. Langsam werden wir rich. Oh oh. Ich glaube, der ist freundlich. Der oder die ist freundlich. Es ist ein Er. Wer ist da? Ich bin's nur. Oh, wir haben eine neue Holzfällaxt. Aber reden wir zuerst mal mit ihm. Obwohl, hier ist ein Stein. Nichts drunter. Okay. Gut, reden wir mal mit ihm. Zack. Sei gegrüßt, Reisender. Das ist der Giro. Setz dich ans Feuer, wenn du magst. Ich bin Giro, reisender Händler. Freut mich. Der erste Händler. Ich sag dir, wir leben in verrückten Zeiten. Ich muss mir meine Waren selbst im Wald zusammensuchen. Aber was für verrückte Zeiten. Sicherer ist es natürlich, einfach Reisen wie dir Waren abzukaufen. Du hast nicht zufällig irgendwas Seltenes für mich? Ich hätte da was. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Oha, ich kann dir mal alles verkaufen. Das ist ja cool. Preis 2 Rubine. Hier, Topas, 180. 2. Hier, weißes Schleimchili. Komm, das verkaufe ich gleich mal. Ein weißes Schleimchili? Nur her damit, sowas nehme ich immer gern. Verkaufen wir mal 5. Dafür kann ich dir dann insgesamt 50 Rubine geben. Wäre dir das recht? Einverstanden. Ich hebe mir immer ein bisschen auf, weil ich weiß nicht, vielleicht brauche ich es noch. Hier sogar Holz würde er mir abkaufen. Welches Feuer? Was? Hier Bernstein habe ich 30 Stück. Ich glaube nicht, dass ich so viel brauchen werde. Kommen wir mal 25. 750 Rubine kann man geben. Boah, jetzt bin ich aber rich. Jetzt habe ich fast 1000. Ein Opal. Verkaufen wir auch mal 5 Stück. Einverstanden. Zack. Er sagt, du kannst dich ans Feuer setzen. Ach so. Ja, ans Lagerfeuer, ja. Ja, okay, ja. Fleet Admiral, servus. Sei gegrüßt, Mitstreiter für den Frieden in Hyrule. Ja, servus, ich grüße dich. Servus. So, oh, dann kann ich die Dinger da alle verkaufen. Oh, davon habe ich ja eh genug. Hier, verkaufen wir gleich mal 95. 285 Rubine. Oh Mann, da bin ich schon... Jetzt bin ich schon wirklich reich. 1500 Rubine. So, Bockblinhauer verkaufen wir auch gleich hier. Haben wir eh genug. Machen wir 75. Nein, nicht alles. Von allem... Oder sollte ich mir lieber 10 Stück von jedem behalten? Zack.
Oh, ja. Schleimgelee verkaufen wir auch 16 Stück. Ups, nicht eins, nein. Doch nicht. Oh. Gleich hier. Aha. Oh. Sie haben es endlich mal ein Landsmann der Stream. Na sicher. Bestes Spiel. Bestes Spiel. Ich bin zwar noch am Anfang, aber ich sage mal bestes Spiel. Ach gut. So, hier Flederbeißer Flügel, da kommen wir auch gleich 14 Stück. 28 Rubine. Ja, gut. Die Reaktion von den Typen ist geil. Eigentlich wollte ich das nicht verkaufen, aber allein nur wegen seiner Reaktion verkaufe ich es jetzt. Ja, hm? Oh. Da freut er sich. Und ich mich auch. Gut. Den Rest lassen wir mal so. Er ist Ausländer? Wer, Kondomi, wer? Achso, ich bin Ausländer. Ja, ja, für dich bin ich Ausländer. Das stimmt. Antike Materialien würde ich nicht verkaufen. Na, das habe ich auch nicht vorgehabt. Weil ich glaube, die werden noch... Ich habe das Gefühl, dass sie noch wichtig werden. Weil die kriegt man auch relativ selten. Nur von so Wächtern. Na, die behalte ich mir. Aber so diese Bockblindinger und sowas, die muss ich nicht horten. So, schade, dass ich nichts kaufen kann jetzt hier. Oh, danke, dass du mir etwas deiner kostbaren Abenteurerzeit opferst. Sogar an den Straßen lauern Monster, deswegen ist es gefährlich, im Wald nach Dingen zum Verkaufen zu suchen. Sei besser vorsichtig. Okay, mach mal. So, reden wir nochmal mit ihm. Ei. Oh, ich will kaufen? Oh, ich bin stolz auf meine Waren. Sieh sie dir mal an. Maxi-Trüffel. Spurtkarotte, Ausdauerling. Holzpfeil, ja, die würde ich mir kaufen. Also, die kaufe ich mir. Oh, aber 20. Sind schon teuer, aber ich kaufe sie mir. 60 Rubine, komm, kein Problem. Kein Problem. Er hat mir über 2000 jetzt gegeben. Alles gut. Bis zum nächsten Mal. Ich habe Zelda mit 28 Herzen durch. Also das mit den Herzen sagt mir überhaupt nichts. Ob das jetzt irgendwie gut ist oder schlecht. Aber cool. Cool, cool. Also ich habe auch vor, Zelda durchzuspielen. Ich sehe, hast du den DLC-Pack? Ja, ja, habe ich. Da habe ich gedacht, komm, kaufen wir sich das gleich. Habe auch nur 6 Euro gezahlt, weil ich noch so Goldmünzen hatte und noch von meinem Nintendo DS hatte ich auch noch ein bisschen Geld übrig. Und da habe ich gedacht, komm, die 6 Euro passt. Nimm's gleich mit. So, aber gut. Zack, das schmeißen wir nämlich gleich weg. Schwups. Und wir nehmen die neue. Oh. Sag mal, was willst du denn mit meiner Axt? Ach, ist in Ordnung, kannst du haben. Tut mir leid, wenn ich etwas schroff geklungen habe. Es sind einfach verrückte Zeiten. Niemand wird böse sein, wenn man was mitnimmt, das einfach herumliegt. Wenn es ihnen wichtig gewesen wäre, hätten sie ja wohl auch besser darauf aufgepasst. Das stimmt. Es sind wirklich wilde Zeiten hier. Das ist nett, dass er da drüber hinweg schaut. Ja, ich habe meine Schnitzel zurück. Yay, Kroa. Nice. Unai, servus.
Guten Abend. Ja, das Shirt, das Nintendo-Shirt, das habe ich eigentlich nur zufällig gefunden. Da war ich selbst überrascht. Aber ich finde es ganz schick. Passt zwar nicht so ganz hinein, Nintendo Switch in die Welt von Zelda, aber komm, egal. Die Switch ist eine coole Konsole. Alles gut. Ja. So, dann schauen wir mal. Was haben wir hier noch? Schönes Zeug. Gibt es hier auch wieder einen Eingang? Na. Okay, da drüben war ich schon. Am Berg war ich. Oh, aber was ist das für ein Blatt? Ah, das war noch meine Bombe, oder? Kann das sein? Ja, das kann sein. Das war meine Bombe. Dann schauen wir noch hier in die Ecke. Gibt's hier auch irgendwas? Oh, warte mal. Schade. Da hätte ich die Kugel verwenden sollen. Am besten. Dann würden die Titanen... Was? Was? Welche Titanen? Ey, keine Spoiler hier. Hä? Oha, was ist das? Das ist ein Chamäleon-Dingsbums. Ja, das... Oha. Ich hab deine Augen gesehen. Ich hab deine Augen gesehen. Zack. Echsalfos-Sporn. Der Sporn vom Ellbogen eines Echsalfos kann zusammen mit Insekten zur Medizin verarbeitet werden. Er soll auch noch weitere Verwendungsmöglichkeiten haben. Echsalfos-Horn. Schon wieder. Ist zu hart zum Kochen, eignet sich allerdings hervorragend als Medizinzutat. Auch in Lenin ist es eine gefragte Handelsware. Okay. Ah, das ist Sporn, nicht Horn. Ach so, sorry, dachte, du wüsstest in etwa, worum es in Zelda Breath of the Wild geht. Na, ich habe keine Ahnung. Aber Titan sagt mir sowieso nichts, von daher ist jetzt eh wurscht. Also immer gefährlich hier. Also, ich merke schon. Solche Story Games zu streamen, das ist sehr gefährlich. Auch schon die letzte Woche auch schon ein paar Mal so kleinere Spoiler. Mach nichts, Kondomi. Sorry, war gerade alles gut, egal. Sagt mir eh nichts. Ha, Fitkröte, eine seltene Kröte, die sich nur bei Regen zeigt. Kocht man sie zusammen mit Monsterzutaten, steigert man seine Ausdauer bis über natürliche Grenzen hinaus. Sehr schön. Okay. Eigentlich Standardwissen, dass man nichts verrät. Ja, überhaupt, wenn man nicht weiß, was der Streamer alles weiß, ja, das ist. Ich mache sowas eigentlich auch nicht. Ah, aber manchmal kann man nichts machen. Zack.
Ist egal, Leute, jetzt. Haut jetzt nicht auf ihn drauf. Alles gut. Alles okay, macht nichts. Gut. Oh, da ist schon wieder so ein Windrad. Ich habe mir eh schon gesagt, von denen habe ich Albträume. Aber was ist denn da? Oh, schon wieder sowas. Sehr schön. Ah, du Sack. Zack. Ui, der ist flott unterwegs hier. Der kommt aber wieder runter. Zack. Was? Was? Das ist eine Retourkutsche von gestern. Der trollte mich gestern auch wegen meinen 84 Schnitzeln. Na, das war nicht der. Oh nein. Ui, du hast mich entdeckt. Juhu, tschüssi. Sehr schön. Der nächste Krog. Eicheln kann man auch immer gut zum Kochen verwenden. Alles gut, wunderbar. Oh, ist schon wieder die. Oh, da ist schon wieder so ein Elch. Ein Hirsch. Oh mein Gott! Oder. Wenigstens ein. Zack, zack, zack. Hatte. Gut, gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Oh, hier ist eine Truhe. Das machen wir. Ups, das wollte ich nicht. Ups. Das ist die von 1136 Schnitzel. Der Verrückte. Zack. Nein! Konnte man da stehen oder schwimmt man da? Na, gut. So, schwupps. Uiuiui. Ja, die Sounds sind aus, Kadobi. Der Blade war vorhin auch schon wieder da und wollte mit einzelnen Brösel trollen. Der Schäbige. Hab ich gesagt, na, erst ab 10 Brösel. Sehr schön, dann sind wir schon in der Nähe vom Turm. Gut, dann haben wir den Wald auch hinter uns. Jetzt schaue ich nochmal kurz hier hin, ob ich da vielleicht was verpasst habe. Oh,
Ich höre Gegner. Schon wieder so ein Schleimbeutel. Tuck. So, hier schaue ich nochmal. Oh. Der Schleimbeutel hier. Kann man dann eh wieder gut verkaufen. Oh, da ist wieder so ein Lager. Ah, die andere Seite muss ich dann sowieso noch erkunden. Da habe ich sowieso dann noch genug. Aber wichtig wäre es, glaube ich, zuerst mal den Turm freizuschalten. Damit ich mal hier die Karte offen habe. Boah, ich komme hier überhaupt nicht dorthin. Wir haben hier gestartet heute. Und jetzt nach ein, zwei Stunden erst hier. Was ist da los? Da gibt es so viel zu erkunden und entdecken. Das ist Wahnsinn. Verrückt. So, ah, da war ich eh schon hier. Oder? War das hier? Nee, das ist was anderes hier. Hä? Ah, dort hinten. Okay, verstehe. Ich weiß schon wieder, wo ich bin. Huhu. Ah, ist auch gut so, ja, ja. Das mit die Brösel. Das war so eine Sache. Gut, dann laufen wir einfach mal weiter. So, ich glaube, ich habe hier eh nichts verpasst. Und auch wenn, egal. Ich kann sowieso nicht alles finden. Ich versuch's zwar, aber es ist, glaube ich, fast unmöglich. Der hält zwei aus. Oh, ich dachte schon. Wild. So, was haben wir hier stehen? Ey, das gleiche. Okay. So.